Ein Zuschauer von mir, Donadoni, hat mich gefragt, was ich von einer Uhr halte. Es geht um die Seiko SJE083J1. Ja, ich nutze das, um ein neues Format einzuführen. Ihr fragt, ich antworte ganz speziell zu ganz eingegrenzten, klar definierten Themen. Kurz gesagt ist das Thema, kurz gesagt ist das Format nicht nur auf deutsche Uhren beschränkt und auch nur dann, wenn es anfällt und ich glaube, etwas dazu sagen zu können. Ich filme mit meinem neuen Equipment, der Sony A6400 und einem Rode-Mikrofon. Ich habe also kein Ansteckmikro mehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das gefällt. Aber jetzt zu Seiko. Bevor ich auf die SJE083J1 komme, möchte ich kurz was ganz Allgemeines zu Seiko sagen. Zu Seiko habe ich vier verschiedene Faktoren, die mich beeinflussen und die mich so ein bisschen hin und her reißen. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Seiko baut gute Uhren und zwar über alle Klassen hinweg. Ob das die Seiko 5 ist, die normalen Seikos, die Gang Seiko, die King Seiko. Alles richtig gute Uhren in ihrer jeweiligen Preisklasse. Und des Weiteren finde ich ausgesprochen gut, dass Seiko wirklich viele technische Innovationen hat, insbesondere auch in den höheren Preisklassen. Spring Drive, um nur eines zu nennen, gefällt mir richtig gut. Und ich mag auch die Fertigungstiefe von Seiko bei den höheren Preisklassen. Ein Uhrmacher baut eine komplette Uhr von A bis Z, keine Fließbandarbeit, keine Arbeitsstationen, einer, der für die Uhr komplett verantwortlich ist, grandios, finde ich super, sieht man aber auch am Preis. Das ist also schon mal zwei Sachen bei Seiko, die ich wirklich gut finde, die Qualität und auch die Exklusivität und die Innovationen. Was mich ein kleines bisschen bei Seiko hin und her reißt, das ist die Tatsache, dass Seiko insbesondere in der Seiko 5 Klasse und der normalen Seiko Klasse ein kleines bisschen das Image der Kaufhausuhren hat. Ich meine das nicht abwertend, aber es ist eben eine unglaubliche Massenware, sowohl was die schiere Anzahl der Uhren betrifft, als auch was die Modellvielzahl betrifft. Ähnlich wie bei Citizen, die sich ähnlich schwer gegen The Citizen abgrenzen lassen. Und das ist dann mein dritter Punkt. Seiko ist etwas für Uhrenkenner auf der einen Seite oder aber für wirklich den 0815-Käufer, der mal eine Uhr braucht, die nicht zu viel kostet, aber viel aushält. In den teureren Preisklassen, Grand Seiko, King Seiko, da ist es eine Uhr, die wird entweder von Leuten gekauft, denen Geld komplett egal ist, oder aber die sich auskennen und ganz gezielt eine wirklich gute Uhr in einem bestimmten Stil suchen. Das verwässert für mich ein kleines bisschen den Markenauftritt von Seiko. Das ist also mein dritter Punkt. Der vierte ist damit ganz eng verbunden. Seiko hat in den niedrigeren Preisklassen einen relativ guten Wiederverkaufswert, wenn man sich trennen möchte. Zum einen, weil die Uhren gerade Seiko 5 nicht so überragend teuer sind, zum anderen als sehr robust und sehr verlässlich gelten und damit auch nicht so viel an Wert verlieren. Anders sieht es bei den höheren Preisklassen aus, King Seiko, Grand Seiko. Da sind die Uhren doch relativ teuer, aber im Wiederverkauf verlieren sie doch deutlich, eben wegen des von mir schon genannten Kaufhaus-Images und weil vielen eben nicht bekannt ist, dass Seiko auch wirkliche Luxussegment-Marken und Produktlinien hat. Jetzt komme ich auf die SJE083J1 von King Seiko, eine Uhr, die um die 3000 Euro plus minus liegt. Ich blende euch ein Bild ein mit dem weißen Ziffernblatt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines der Designs von Seiko, mit denen ich mich am meisten anfreunden kann. Die Uhren, die mir von Seiko am besten gefallen haben, sind teilweise bereits aus dem Programm wieder rausgenommen worden, was, glaube ich, zeigt, dass Seiko und ich nicht unbedingt immer auf einer Wellenlinie liegen. Diese Uhr gefällt mir relativ gut, aber, und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser Uhr hätte, es sind die Hörner, die finde ich zu breit und ich finde es auch sehr schade, dass sie nicht
spitz zulaufen zum Band hin. Es wirkt für mich ein kleines bisschen klobig, aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Ich glaube, dass die Uhr ihren Preis wert ist. Wenn man sie als mit einem Straßenpreis von unter 3000 Euro findet, glaube ich, dass man sie bedenkenlos kaufen kann und auch in einem eventuellen Verkauf nicht allzu viel verliert. In jedem Fall eine wirklich gute Uhr, die ihren Preis wert ist. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass man mit dieser Uhr nicht unbedingt auffällt und auch vielleicht nicht darauf angesprochen wird, wie bei anderen Marken, denen man den Luxus allein anhand des Namens deutlicher ansieht.